Das ist Josh. Josh wird uns was über Steh-irgendwas-Krokonografie erzählen. Genau. Und wie man die enttarnt. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Josh. Danke fürs Hiersein. Ihr wisst, MinCorrect ist ein harter Gegner, aber wir geben heute alles. Ja, also herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Enttarnung steganographischer Kommunikation im Medium natürlicher Sprachen. Ich freue mich sehr, dass ich bei der Olympiade hier in Tokio dabei sein kann. Ich habe schon einige Wettkämpfe gesehen und bin von dem hohen Niveau der Sportlerinnen und Sportler begeistert. Das Publikum ist auch äußerst fachkundig und folgt den Wettkämpfen sehr aufmerksam. Die Wettkämpfe werden wie immer von mehreren Fernsehstationen weltweit übertragen. Highlights bei der Olympiade sind wie immer die Workshops, bei denen Publikum und Sportlerinnen und Sportler gemeinsam diskutieren und trainieren können. Schön ist auch, dass Sportlerinnen und Sportler und Publikum viele Dopingmittel konsumieren. Die Organisation ist wie immer perfekt und die Einheimischen sehr freundlich und hilfsbereit. Ich hoffe, dass ich auch in 4 Jahren wieder bei der Olympiade dabei sein kann. Ja, so viel zur Einführung. Danke. Ja, also ihr habt schon gesehen, worum es geht. Es geht also darum, dass man versucht, mit dem Medium natürlicher Sprache eine Botschaft zu transportieren, die sich als Botschaft in dieser Form nicht zu erkennen gibt. Bevor ich jetzt auf diese spezielle Form der Geheimkommunikation eingehe, will ich kurz versuchen, einen kleinen Überblick über Möglichkeiten der Geheimkommunikation überhaupt zu geben. Zunächst mal, ich hoffe, man kann das ein bisschen lesen, wenn nicht, kommt einfach nach vorne. Glaube ich, kann man generell unterscheiden zwischen einfach kodierten Botschaften und doppelkodierten Botschaften. Einfach kodierte Botschaften nenne ich die Klartextbotschaften, weil sobald ich spreche, ist ja bereits eine Kodierung irgendwie da. Deswegen einfach kodierte und doppelt kodierte Botschaften. Bei der doppelt kodierten Botschaft kann man natürlich einerseits unterscheiden, sozusagen Formen, in der die Botschaft dann in nicht natürlich sprachliche Zeichen übersetzt wird, wie es beispielsweise bei der Kryptographie der Fall ist, oder eben ein Verbergen der Bedeutung durch natürlich sprachliche Codes. Ja, und daneben gibt es dann in der linken Spalte, man kann irgendwie den gesamten Kommunikationsprozess verbergen, das Signal verbergen, die Referenz verbergen oder eben das Signal gar nicht verbergen, sondern eben verschlüsseln. Und da sieht man jetzt schon, was funktioniert. Also Klartextbotschaften kann man natürlich benutzen, wenn man geheim kommunizieren will, wenn man natürlich, also nur unter der Bedingung, dass man den gesamten Kommunikationsprozess geheim hält. Und beispielsweise ist das so, jetzt wollte ich hier den Film mal kurz starten. Beispielsweise ist das so bei toten Briefgästen. Wir sehen hier irgendwie einen Vertreter oder einen Angehörigen eines russischen Spionagerings in Arlington 2010, der eine Nachricht unter einer Brücke in einem Park in einem toten Briefkasten deponiert. Die Idee ist hier, man bringt etwas in einen toten Briefkasten und jemand anders holt es dann, der Empfänger der Botschaft oder der Übermittler, der Bote oder wie auch immer, holt das zeitversetzt raus. Hier ist es so, dass weder die Botschaft natürlich, die bleibt geheim, noch der Kanal, denn es ist ja ein gut versteckter Briefkasten, noch die Interaktion der Kommunizierenden selbst ist irgendwie sichtbar. Das heißt, hier ist also sozusagen der gesamte Kommunikationsprozess verborgen. Man kann nun natürlich auch nur das Signal verbergen. Ja? Ein Beispiel dafür sind die sogenannten Mikropunkte. Mikropunkte wurden von Emanuel Goldberg erfunden, wurden auch im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen beispielsweise eingesetzt. Da ist es so, dass man ganze Dokumente auf sehr kleine Formate, nämlich etwa so groß wie ein Punkt über einem I zum Beispiel, verkleinert hat und hat sie dann auf Dokumente aufgebracht. Hier ist es so, auch hier kann die Botschaft im Klartext übermittelt werden, aber das Signal bleibt trotzdem verborgen, weil es eben sozusagen sich auf dem Dokument so klein ist, dass es sozusagen übersehen wird. Ein weiteres Beispiel dafür, wo
wir eine verschlüsselte Form, allerdings eine natürlich sprachlich verschlüsselte Form haben, ist hier bei einem Brief von Arnold Schwarzenegger an die Mitglieder der California State Assembly. Wenn man, ich zoome vielleicht noch mal ein bisschen ran, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Wenn man nämlich die ersten Buchstaben in jeder Zeile liest, dann kriegt man die versteckte Botschaft in diesem Brief zu sehen. Und also auch hier ist im Prinzip eine natürlich sprachliche doppelte Codierung. Ja? Also die Botschaft ist im Klartext hier. Dennoch ist sie erstmal unsichtbar für den Nicht-Eingeweihten. Ja. Allerdings glaube ich nicht, dass Arnold Schwarzenegger die Botschaft tatsächlich verbergen wollte. Man nennt das ein Akrostichon. Man kann natürlich auch die Referenz verbergen. Die Referenz verbergen, hier habe ich ein Beispiel dafür, das ist ein sogenannter Gaunerzinken aus dem 17. Jahrhundert, ein Original, eine Abbildung eines Originals natürlich. Und zwar ist es insofern, also die Zeichen, die hier verwendet werden, dienten dazu, dass sich sogenannte Gauner eben darüber verständigt haben, in welchen Häusern es was zu holen gibt. Hier ist es eben unklar, welches Haus eigentlich genau gemeint ist, wenn man nicht den Code kennt. Also hier wäre beispielsweise das vierte Haus in Richtung des Pfeiles, wäre hier die Referenz. Wer aber die Referenz nicht kennt, dem wird sich die Botschaft nicht erschließen, worauf sie sich bezieht, und damit ist auch die Botschaft sozusagen beinahe wertlos. Wir haben noch, richtig, das Signal verbergen. Moment, ich muss hier mal kurz, jawohl. Na, will nicht. Genau. Wie man das Signal verbergen kann, und da gibt es natürlich die klassische Weise, wenn man das Signal nicht verbergen will, dann kann man natürlich, macht es keinen Sinn mehr, Klartextbotschaften zu schicken, denn dann sind die offen lesbar, dann ist es Essig mit der Geheimkommunikation. Natürlich ist Verschlüsselung eine Möglichkeit, und wir werden uns aber jetzt mit einer Möglichkeit vor allem beschäftigen, in der wir zwar das Signal nicht verbergen, sozusagen, also das überhaupt kommuniziert wird nicht verborgen, aber die eigentliche Botschaft bleibt verborgen, und das nennt man Steganographie. Steganographie, aus dem Griechischen verdecktes Schreiben, ich muss hier nicht Eulen nach Athen tragen, eine Methode, die bereits die Existenz der geheimen Nachricht schon verbirgt, weil sie sozusagen in einer anderen Nachricht versteckt wird. Man unterscheidet grundsätzlich in linguistische und technische Steganographie. Über die technische sage ich gar nichts, zur linguistischen will ich auch gar nicht wahnsinnig viel sagen. Es gibt Semagramme, das heißt, man verändert sozusagen das Schriftbild in einem Dokument und kodiert damit die Botschaft. Mich interessieren eher die Open Codes. Und zwar geht es bei Open Codes darum, und ich zitiere jetzt auf Englisch, hide a message in a legitimate carrier message in ways that are not obvious to an unsuspecting observer, soweit überhaupt Steganographie. The carrier message is sometimes called the overt communication, whereas the hidden message is the covered communication. This category is subdivided into jargon codes and covered ciphers. Also bei Jargon handelt es sich eben um sozusagen eine Sprache für besondere Zwecke, zum Beispiel Rotwelsch war so eine Sprache. Bei Covered Ciphers, also bei chiffrierten oder verborgenen Chiffren, geht es darum, dass man sozusagen nur, wenn man die Chiffre kennt, dann auch in der Lage ist, die Botschaft zu entschlüsseln. Und genau darum soll es im Folgenden gehen. Ich will zunächst ein paar Beispiele zeigen. Hier das Beispiel einer Schweizer IS-Zelle, die angeblich eine Geheimsprache benutzt hat. Ich zitiere hier aus dem Zeitungsartikel von dem Portal 20 Minuten. So antwortete Osama N. auf die Aufforderung aus Syrien, er solle eine Bäckerei finden, die es machen kann, mit dem Satz: Lieber Bruder, du weißt, wenn ich backen gehe, brauche ich viele Zutaten. Oder und die Polizei kam dann eben, oder die Staatsanwaltschaft kam zu dem Ergebnis, dass mit Brotbacken Sprengstoffherstellung gemeint sei und dass das Wort für Wassermelone für Waffen stehe.
Umstritten, ob das tatsächlich so war, aber über die Kriterien, sowas dann zu identifizieren, darüber reden wir ja dann im Laufe des Vortrags. Wir haben hier auch einen Bericht von einer Al-Qaida-Zelle, wo der Angeklagte weibliche Vornamen benutzt hat, um Chemikalien fürs Bombenmachen zu verwenden oder zu bezeichnen. Wir finden hier in dem Artikel etliche Beispiele, aber auch seine Frau hat dann auch, die gegen ihn ausgesagt hat, berichtet, dass wenn man auf Geschmeide, wenn er darauf Bezug genommen hat, dann ging es darum um Bomben und Kleidung, da ging es Fahrzeuge, mit denen man Selbstmord begehen oder also kollektiv, also einen Anschlag, Selbstmordanschlag begehen würde. Aber dieses Arbeiten mit Codes gibt es natürlich auch häufiger dann, wenn in der Öffentlichkeit kommuniziert werden soll und besonders eine Seite auf die Vertraulichkeit sozusagen den Kontakt mit der Gegenseite vermeiden möchte, wie es in Entführungsfällen häufiger der Fall ist. Wir haben hier den sehr traurigen Fall von Annelie, die ja hier, der hier in Dresden sich abgespielt hat. Und hier hat eben auch die Familie über Facebook eine Nachricht gepostet, die sozusagen nur für den Entführer bestimmt war oder für die Entführer bestimmt war. Und nicht erkennbar war als eine solche Nachricht. Ein ganz bekanntes Beispiel ist das von der Lorenz-Entführung. Peter Lorenz war ein CDU-Politiker in West-Berlin, der von der Bewegung 2. Juni entführt wurde. Und er sollte also ausgetauscht werden gegen mehrere einsitzende Terroristinnen und Terroristen. Und nachdem die ausgeflogen wurden, war vereinbart, dass im Fernsehen eine Nachricht vorgelesen wird und dass diese Nachricht im Fernsehen übertragen wird und dann wird Lorenz freigelassen. Um sich abzusichern, dass die Freilassung wirklich stattfand, haben aber die Terroristen einen Code eingebaut in diese Nachricht und wir können mal kurz reinhören. Können wir den Ton kriegen? Ja. Terroristen. Wir grüßen die Genossen in Deutschland, die außerhalb des Knastes und die, die noch im Knast sind. Wir werden unsere Energie da reinsetzen, dass für sie auch bald so ein Tag, so wunderschön wie heute, anbrechen wird. Ja. Diese letzten Worte. Genau, diese letzten Worte waren Code. Ein Tag so wunderschön wie heute, hätte dieser Code gefehlt, dann wäre Peter Lorenz nicht freigelassen worden, aber weil diese Codezeilen enthalten waren, wurde er dann freigelassen und der Austausch war erfolgreich. Es sind aber natürlich nicht immer nur solche spektakulären Fälle, in denen sowas stattfindet, sondern wir alle wissen, Arbeitszeugnisse können auch sogenannte geheime Codes in natürlicher Sprache enthalten. Auch Reisekataloge muss man zu lesen wissen, damit man sich nicht verbucht. Es gibt mitunter auch Anzeigen in Zeitungen. Das war früher natürlich noch viel üblicher, wo sehr merkwürdige Texte stehen, die sicherlich irgendwie natürlich sprachlich sind, wie hier, er ging mit seiner Frau, der Sekretärin, bei der SZ am Waldrand an der Ostseeküste spazieren. Sie sahen das schwache und filigran gewachsene Gras auf dem Sandboden. Vermutlich Eira ist gleich Schmielenhafer, sagte er. Nein, Tee, Märchengras, sagte sie. In ihren Augen sah er ihren Tagtraum. Jutta ist am 15. Mai 2002 gestorben. Und mit der Überschrift Urlaub. Also wir wissen nicht, was diese Botschaft tatsächlich bedeuten soll.
Aber interessant ist ja, dass diese merkwürdige, dieser völlige Verstoß gegen die sonstigen Normen der Textsorte, Traueranzeige, uns ja irgendwie vermuten lässt, dass irgendwas nicht stimmt. Um das ein bisschen theoretisieren zu können, was da eigentlich passiert, muss ich leider ein bisschen in die linguistische Theoriekiste greifen. Und zwar möchte ich euch bekannt machen mit Konversationsmaximen und einer so wunderbaren Sache, die den noch schöneren Namen konversationelle Implikaturen trägt. Ausgedacht hat sich das Ganze Paul Grice, ein bedeutender Linguist und Sprachphilosoph. Es ging hier, oder er hat insbesondere der Frage nachgespürt, warum es denn eigentlich so ist, dass es immer so eine große Diskrepanz gibt zwischen explizit Gesagtem und dem, was wir meinen, wenn wir sprechen. Ja, das heißt, dass es irgendwie eine Distanz, eine Differenz zwischen tatsächlich übermittelten Informationen einerseits und dem, was explizit in unseren Worten drinsteckt, eigentlich vorkommt. Also wie ist es dann überhaupt möglich, dass wir Dinge äußern und mehr meinen, als wir sagen? Und wie ist es den anderen möglich, überhaupt dieses andere oder dieses Mitgemeinte überhaupt zu verstehen? Und Grice trifft oder hat dabei eben zwei Grundannahmen angenommen. Und zwar die erste ist, Kommunikation funktioniert, weil die in einem Gespräch Beteiligten ein gemeinsames Ziel verfolgt. Und dass sie sich zur Erreichung dieses Ziels kooperativ und rational verhalten. Und er geht davon aus, dass es so etwas gibt wie ein übergeordnetes Kooperationsprinzip, und das nennt oder kann man so formulieren: Mache deinen Gesprächsbeitrag jeweils so, wie es von dem akzeptierten Zweck oder der akzeptierten Richtung des Gesprächs, an dem du teilnimmst, gerade verlangt wird. Naja, das ist jetzt erstmal sehr allgemein, und man kann sich schon fragen, was erklärt das denn eigentlich? Aber er spezifiziert das noch und sagt, es gibt also im Grunde vier Konversationsmaximen. Die erste ist die Maxime der Qualität. Versuche, einen wahren Gesprächsbeitrag zu machen. Sage nichts, was du für falsch hältst. Sage nichts, wofür dir angemessene Gründe fehlen. Dann die Maxime der Quantität. Mache deinen Beitrag so informativ wie möglich und mache deinen Beitrag nicht informativer als nötig. Die Maxime der Relevanz ist einfach sehr relevant, und die Maxime der Modalität: drücke dich deutlich aus, das heißt, vermeide dunkle Ausdrücke, vermeide mehrdeutige Ausdrücke. Damit wir uns nicht falsch verstehen, diese Maximen sind nicht irgendwelche Regeln, wie wir sprechen sollen, ja? Oder nach denen wir handeln sollen, wenn wir in ein Gespräch eintreten. Vielmehr ist es so, dass wir immer, wenn wir kommunizieren, von unserem Gegenüber immer annehmen, dass er so handelt oder dass sie so handelt, weil sonst würden wir gar keinen Sinn produzieren können. Ja? Also das ist sozusagen immer da, wenn wir kommunizieren. Also wir gehen immer davon aus, dass ein Adressat oder ein Adressat unterstellt uns, sobald wir kommunizieren, also ich hoffe, ihr unterstellt mir das jetzt beispielsweise, dass ich die Wahrheit zu sagen beabsichtige, dass ich zu berücksichtigen versuche, was ihr als Adressatinnen und Adressaten wisst, und auch, dass ich meine Äußerung entsprechend strukturiere, und dass ich auch etwas über den Relevantes, über den Kommunikationsgegenstand, also in dem Fall steganographische Kommunikation in natürlicher Sprache, dass ich darüber auch was Relevantes zu sagen habe. Ja? Aber jetzt ist es natürlich so, dass wir dennoch nicht immer Dinge sagen, die automatisch relevant oder klingen, als wäre das irgendwie ein Anschluss. Also zum Beispiel hier dieser Dialog: Mama, ich wurde gehackt. Darauf sagt Mama: Ich habe doch gesagt, dass du nicht Windows benutzen sollst. Also was die Mutter sagt, ist ja, dass das Kind nicht, oder dass es schon früher gesagt hat, dass das Kind nicht Windows benutzen soll. Ja, das passt aber eigentlich nicht zu dem Gesagten der Tochter. Ja, es passt nur dann, wenn wir schließen, dass die Mutter der Meinung ist, Windows sei kein sicheres Betriebssystem. Da steht da ja natürlich nicht drin, ja? Also das sozusagen in der Äußerung explizit ist das nicht enthalten, aber wir schließen das natürlich draus. Und dieses Schließen dieser mitgemeinten Bedeutung, das nennt Grice konversationelle Implikatur. Ja? Immer dann, wenn gegen
gegen diese Konversationsmaximen in realen Gesprächssituationen verstoßen wird, dann benutzen wir sozusagen diese Implikaturen, um Sinn herzustellen. Ja, also die Konversationsmaximen bilden die Basis für Bedeutungskomponenten einer Äußerung, die nicht unmittelbar aus der Ausdrucksbedeutung, also aus dem, was wörtlich gesagt wird, eigentlich hervorgehen. Die Definition lasse ich jetzt weg, aber das kommt natürlich sehr häufig vor, ja, dass wir Rückschlüsse ziehen, weil das Geäußerte nicht zu dem passt, was vorher beispielsweise gesagt wurde. Mich hat nun interessiert, wie kann man das fruchtbar machen, diesen Ansatz, wie kann man den Ansatz fruchtbar machen für die Analyse von steganographischer Kommunikation in natürlicher Sprache. Ich folge da einem Ansatz, der von Lisa Müßig beispielsweise entwickelt wurde. Ich habe ein Experiment durchgeführt, bei dem die Teilnehmenden gebeten wurden, also steganographische Dialoge zu führen. Der Arbeitsauftrag war, und es war leider auf Englisch, weil ich musste das Experiment im englischsprachigen Raum durchführen. Der Arbeitsauftrag lautete: You are planning a bank robbery with an accomplice. Because you are suspicious that your online communication is being monitored by the police, you avoid to directly exchange information about your plans. Instead, you use a code, words from a different topic in everyday conversation, which replace the robbery-related words that would set the police on your track. With the help of the code, your dialogue should sound like an innocuous everyday conversation. One of you will be the criminal mastermind who instructs the accomplice on the exact circumstances of the robbery, the location of the bank, the exact date and time, the rules for the use of weapons, the course of action, the escape route, the meeting point, the division of the spoils, etc. The other person will have to make sure to understand all details of the criminal blueprint without directly asking. Also Banküberfallplan. Dabei natürlich nicht darüber sprechen, dass man einen Banküberfall verüben will. Der Chat, also Sie sollten das per Chat machen, damit das dann auch gleich schriftlich vorliegt, in irgendeiner beliebigen App. Und natürlich war die Themenwahl völlig frei. Ich habe insgesamt 16 Chatprotokolle von 32 unterschiedlichen Personen in englischer Sprache bekommen. Alle Teilnehmenden waren MuttersprachlerInnen im Englischen oder haben fast muttersprachliche Kompetenz. Studierende sämtlich an der Waseda-Universität in Tokio. Die Gesprächsthemen, die gewählt wurden, um sich sozusagen zu verstecken oder um die eigentliche Absicht der Kommunikation zu verstecken, waren: fünfmal wurde eine Verabredung zum Essen oder Trinken gewählt, fünfmal wurde eine Party geplant, dreimal hat man sich über eine Prüfung ausgetauscht, einmal zum Sightseeing verabredet, einmal zum Kino verabredet und einmal Geld tauschen während einer Urlaubsreise. Ich will jetzt ein paar Beispiele aus Dialogen geben, um zu zeigen, wie hier Maximen verletzt werden. Wir haben am Anfang einen kleinen Dialog, bei dem die Maxime der Relevanz verletzt wurde. Also dass sozusagen ein relevanter oder dass in dem Gespräch die Gesprächszüge in relevanter Weise aufeinander bezogen sind. Ich lese jetzt vielleicht erstmal den Dialog vor. Wundert euch nicht, wenn ihr ihn nicht versteht. When should we meet up at the cafe? I think 1300 is fine, since the people will be out for lunch. Yeah, sure. Do you know the seat where the woman will be at? There's a door right behind the shop counter. If we give a souvenir to the cafe staff, I guess we can get through. Okay, but we shouldn't give out the souvenirs more than needed. The cafe is right near McDonald's and it has a lot of souvenirs. Perhaps the dog will let us know. He loves Hello Kitty. As soon as we get to the cafe, I will get out some souvenirs to our friends there. I think our friends will have presents for us ready. How do you want to split it? I'll make sure both of our families will receive it. Okay then, see you on Wednesday. See you then. Ja. Man sieht hier eindeutig, glaube ich, dass die Gesprächszüge
nicht wirklich kohärent sind. Also das heißt, dass nicht wirklich Dinge aufgenommen werden, die vorher der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin benutzt haben. Also es geht erst um den Sitzplatz einer Frau, die aber nie mehr im Gespräch wieder erwähnt wird. Ja, also es ist schon sehr merkwürdig. Und dann ist von Souvenirs für die Angestellten des Cafés die Rede, mit denen man sie bestechen will, um durchgelassen zu werden. Schließlich wird dann ein Hund erwähnt, der Hello Kitty mag. Und Informationen für die Gesprächspartner hat und so. Also ganz merkwürdige Dinge. Also die Gesprächsschritte sind nur überhaupt, wenn überhaupt, sehr lose aufeinander bezogen. Selten wird etwas lexikalisch oder thematisch aufgegriffen, das im vorherigen Gesprächszug erwähnt wird. Und auch hier, ne, also im Prinzip haben wir hier eine Verletzung der Maxime der Relevanz. Und was wir machen, ist eine Implikatur. Und die Implikatur, also die Interpretation, die uns hier, die einzige Interpretation, die mir hier einfällt, ist, also entweder sind die nicht zurechnungsfähig oder ist es Geheimkommunikation. Ja? Und insofern, wenn wir häufig Verletzungen der Maxime der Relevanz vorfinden, ist das ein guter Indikator dafür, dass steganografisch im Medium natürlicher Sprache kommuniziert wird. Ich habe jetzt zwei Beispiele noch für die Verletzung der Maxime der Quantität. Ich sage jetzt erstmal nichts. Es geht um Geldtauschen im Urlaub auf den Philippinen. Where do you want to head first after we arrive? We have to get local currency. I hear the exchange facility in the center of the city has a good rate. Okay, when do you think we can make it to the bank? Should we go there first? Or what about safety? Should we get sunscreen first so we don't burn our skin while we walk around? Our flight arrives at 10:40 a.m. We should be there by 12 p.m. Yeah, we should have sunscreen, but don't need to use it, as long as the sun isn't too burning. Yeah, I just don't want to risk getting sunburned again, so let's just carry it with us the whole time. Gut, ich ahne, dass ihr bereits eine Implikatur gemacht habt, ja. Ja, die Maxime der Quantität, hier wird offensichtlich ein bisschen zu lang und ein bisschen zu intensiv über Sonnencreme gesprochen, die man ja nur mitnimmt, aber nicht benutzen muss notwendigerweise. Das ist eigentlich etwas, was ich von selbst verstehen könnte. Insofern auch hier die Verletzung einer Konversationsmaxime verweist wiederum auf eine mögliche Deutung dieses Dialogs im Sinne einer Geheimkommunikation. Ein weiteres Beispiel zur Verletzung der Maxime der Quantität, ein etwas längeres Beispiel. Es geht um eine Housewarming-Party, die man plant, also wobei ich glaube, Person A ist Besitzer oder also künftiger Mieter oder Mieterin einer neuen, ne, it's a birthday boy, so also jemand, also der eine neue Wohnung bezieht und dort auch gleich eine Party macht. Und darüber vollzieht sich jetzt folgender Dialog. What are you bringing for the birthday boy? I'm also down to bake or cook something to bring over if you don't have your kitchen set up. Yeah, that would be nice. I'll take any help I can get. Okay, if you have a recipe in mind, let me know. How about a cake made with payday candy bars? Oh, that would be fun. I think I can figure out most of it. What temperature should I bake it and for how long? Okay. I think you might want to preheat your oven for 5 minutes at 200 degrees, then bake it for 10 minutes at 350. Where are you going to be coming from? I can provide directions to my place that will be safe. That will save you some time. Dann wird sich ein bisschen darüber ausgetauscht, wie man irgendwie den Weg findet. Yeah, honestly, I can't wait for you to see my view. The balcony is amazing and we can enjoy the leftover cake once everyone else goes back. If you bake a 15-slice cake, I think we should have about a third leftover. Yeah. Okay, and we can split that so I can take some home for breakfast. Does the cake really bake in 10 minutes? I think I'll do 15 minutes, but no more than 20. Don't want to underdog or burn it. That might work too.
of course, we have to make sure that the cake comes out right the first time around, because rebaking isn't really an option. Ha ha ha. Of course. Okay, I'll try to keep it around 10 minutes then. Ja, okay. Ich entnehme wiederum der Heiterkeit im Publikum, dass es offensichtlich so ist, dass auch hier die Verletzung der Maxime der Quantität im Hinblick auf die Spezifika des Kuchenbackens und offensichtlich doch zu weit ausgewalzt werden, weil hier offenbar doch noch eine rückversichernde Kommunikation stattgefunden hat über ein Detail des Anschlagsplans oder des Bankraubplans, sodass wir wiederum eine Implikatur machen können, dass hier so etwas vorliegt wie eben eine clandestine Kommunikation. Ich finde noch eine weitere Dimension relativ interessant, die ich schon am Anfang quasi auch, oder als ich Olympia und Datenspuren versucht habe gleichzusetzen, oder die da ganz gut sichtbar wurde, und zwar ist es die Inkongruenz von Gesprächsthemen und Referenzthemenbereich. Also das heißt, der Referenzthemenbereich ist ja der Bankraub und der Gesprächsthemenbereich ist eben das, worüber man sich dann eben unterhält. Und ich habe jetzt hier das Beispiel auch einer Geburtstagsüberraschungsparty, auch wieder ein etwas längeres Beispiel, und ich trage das jetzt erstmal vor. She said, also vielleicht noch ganz kurz, sind die zwei Personen, die sich unterhalten wollen, jemanden überraschen zum Geburtstag, einen Überraschungsbesuch abstatten und ein paar Geschenke mitbringen. So, she said she's going to be, she's going to be her house around noon. So let's go her house about that time. Okay. Her house is in Takadanobaba, so let's meet up Takadanobaba station in front of JR Ticket Gate. What time? How about 11:45? That works for me. Great. Specifically, her house is just located in front of the station. Do you have a knife to cut a birthday cake? Yes, I have a small one. Then bring it. But we might not use it, because we might buy some pieces of cake, not a whole cake. I'm going to bring two crackers for surprise. Also crackers, Feuerwerk, so, also. And give one of them to you. But don't use it towards her. It's dangerous. Just use it towards the ceiling. Yeah, I see. Okay, then I'm going to explain the surprising plan. First, I ring a chime. And when she come out, I use a cracker first. You don't use the cracker yet. Then I go into her room first. I want you to wait at the entrance for a while. You can prepare the cracker towards the ceiling. But don't use that yet. She said she's going to bake cookies on that day, so I think we can get them too. I try to get as many cookies as I can. I give you half number of cookies. Thanks a lot, I love cookies. And the point is, I have another plan from 12:15, so we have to hurry. So you leave her room first while I put cookies into my bag and catch a taxi in front of her apartment. Tell the driver to drive to Shinjuku. As soon as I finish getting cookies and saying goodbye to her, I run to the taxi. Okay. Okay. Also, ihr seht, dass hier natürlich der Referenzthemenbereich so eindeutig in den Gesprächsthemenbereich übertragen ist, dass der Gesprächsthemenbereich, die Geburtstagsüberraschung, in einer Weise entstellt ist, die völlig unglaubhaft ist. Ja? Also so, niemand bringt sein eigenes Messer zum Kuchenschneiden mit. Man muss nicht sagen, dass man es nur benutzt, wenn man es wirklich braucht, auch hier wieder. Ne? Der ganze Plan ist so bescheuert. Also wer wartet draußen vor der Tür mit Feuerwerk und nur gegen die Decke? Also, und dann, man muss schnell mit dem Taxi abhauen und so. Also das ist schon alles so merkwürdig und so. Aber daran sieht man natürlich, dass nicht jeder Referenzthemenbereich, nicht jeder Gesprächsthemenbereich in gleicher Weise geeignet ist, den Referenzthemenbereich abzubilden. Und wenn man darüber nachdenkt, wie man
einigermaßen zumindest in natürlicher Sprache steganographisch kommunizieren will, dann muss man sich tatsächlich sehr genaue Gedanken machen, welche Gesprächs- und Referenzthemenbereiche denn so kongruent sind, dass man sie tatsächlich miteinander abgleichen kann, sodass man sich einigermaßen verständigen kann über das, worüber man sodass man den Referenzthemenbereich unauffällig abbilden kann. Kurz zur Zusammenfassung, insgesamt waren die Verstöße gegen die Maxime der Relevanz am seltensten. Also tatsächlich haben meistens die Studierenden relativ flüssige Gespräche hingebracht, die wenig oder in denen wenig Relevanzprobleme aufgetaucht sind. Gegen die Maxime der Quantität hingegen wurde in fast allen Dialogen verstoßen und es gab auch sehr häufig eine Inkongruenz von Gesprächsthemen und Referenzthemenbereich. Ich komme auch schon zum Fazit. Ich glaube, ihr habt gesehen, wie problematisch es ist, steganographisch in natürlicher Sprache zu kommunizieren. Ich halte das für in hohem Maße schwierig und ich glaube, es bedarf eines hohen Planungsaufwandes, um das erfolgreich zu tun. Ich würde sogar davon abraten, das einzige Positive an dieser Art von Kommunikation ist, dass man immer abstreiten kann, worum es wirklich gegangen ist. Also man kann relativ leicht, glaube ich, sehen, und ich glaube, das war uns allen einsichtig, dass irgendeine Geheimkommunikation vorliegt, aber worüber sich oder wovon diese Geheimkommunikation handelt, das ist erheblich schwerer zu identifizieren. Es gibt natürlich ein paar Hinweise, die man versuchen kann abzutesten, aber man kann immer Es bleibt immer noch die Hintertür des Abstreitens offen. Ihr findet hier noch ein bisschen Literatur, für die es interessiert, und ansonsten stehe ich jetzt zur Verfügung für eure Fragen. Vielen Dank. Okay, Josh, ein sehr interessanter Vortrag. Als erstes eine Frage an euch: Wer mag diese Sportveranstaltung? Und wer ist dafür, dass es die mehr als nur alle 4 Jahre gibt? Okay, Josh, dann eure Fragen jetzt für das Publikum. Kommt zum Mikrofon und dann geht's los. Ihr müsst das natürlich nicht steganographiert machen. Keine Fragen? Entweder die haben es alle verstanden oder keiner hat es verstanden. Ah, nein, da. Ich hätte eine Frage dazu. Gab es bei diesem Test eine Unterhaltung, die wirklich gut war, wo man es nicht direkt sehen konnte und keine Fehler gemacht wurden? Nein. Also eine, die wirklich wo keine Konversationsmaximen gedehnt wurden, zumindest nicht. Also es gab natürlich schon bessere und schlechtere, und ich glaube, ich habe natürlich auch ein paar besonders schlechte ausgesucht, um die Beispiele besonders pointiert zu machen. Und also einige haben sehr lange Dialoge geführt. Das war natürlich ein sehr geschickter Schachzug, weil einerseits natürlich die Aufmerksamkeit des Analysten dann irgendwann anfängt zu leiden. Also das wäre vielleicht ein interessanter Ansatzpunkt, zu sagen, einfach sehr viel Text produzieren und nur ganz an wenigen Punkten sozusagen steganographisch in diesen langen Dialogen zu verstecken, weil dann fällt es nicht so auf. Ja? Aber tatsächlich Hinweise, aber wenn man danach sucht, findet man sie auf jeden Fall. Also ich würde deswegen auch tatsächlich abraten davon, diese Form der Kommunikation zu nutzen, wenn ihr euch für Operational Security interessiert. Ich habe noch eine Frage. Hallo, meinst du, es wäre ein guter Trick, quasi einer unwissenden Person aufzutragen, zum Beispiel eine Geburtstagsparty zu planen und der ganz, ganz viele Details zu nennen über diese Geburtstagsparty, während eine andere unwissende Person quasi das empfängt, also effektiv, ich suche mir ein Pärchen, das tatsächlich denkt, dass es eine Geburtstagsparty plant und schaffe durch die hindurch sozusagen einen sicheren Kanal, weil die ja tatsächlich dann eine sinnvolle Kommunikation machen, weil die ja beide denken, dass sie tatsächlich eine sinnvolle Geburtstagsparty planen zwischen den beiden. Meinst du, es ist sinnvoll oder geht da zu viel verloren? Ja, ist ein interessanter Aspekt, eine interessante Idee. Also die Idee ist, ich als Krimineller
instruiere sozusagen jemanden in meiner Vorstellung, wie die Geburtstagsparty sein soll, und der übermittelt dann die Botschaft als in der Überzeugung, er plant tatsächlich eine Geburtstagsparty. Ne? Also in der Tat ein interessanter Ansatz. Das Problem ist natürlich, dass ich sicherstellen müsste, dass diese Person in meinem Sinne auch tatsächlich alles so weitergibt. Ja? Und ich meine, das ist ein Dialog und Dialoge sind ja immer gemeinsame Wirklichkeitsherstellung im Medium der Sprache auf Rückfragen, also tatsächlich, ob die Person dann immer wirklich so auf die Rückfragen reagieren würde, wie es in meinem Sinne wäre, also das ist zumindest nicht garantiert und bei solchen Dingen, wo es wirklich um sehr viel Genauigkeit geht, wäre ich skeptisch, ob das funktioniert, aber es wäre auf jeden Fall spannend. Ich will das Experiment natürlich auch nochmal wiederholen, wo ich Leuten dann auch tatsächlich nur die Aufgabe gebe, beispielsweise so eine Überraschungsgeburtstagsparty zu planen, um mal die Texte gegeneinander zu halten, um dann vielleicht nochmal genauer zu sehen und auch noch einen besseren Beleg als jetzt nur meine Interpretation dafür zu haben, wo eine Verletzung der Maxime der Quantität beispielsweise stattfindet. Insofern ist es auch eine gute methodische Anregung. Vielen Dank. Ja. Ich hätte Interesse, noch die anderen Dialoge zu sehen. Gibt es irgendwie die Möglichkeit da online oder gibt es die irgendwie zur Verfügung? Noch nicht, aber wenn ich Zeit habe, ein Paper dazu zu schreiben, werde ich auch die Dialoge veröffentlichen leider. Aber du kannst gerne mal drüber schauen natürlich, wenn du möchtest. Was hältst du von der Idee, neben vielem belanglosem Salt, also sprich viel Text, der nichts aussagt, jede Menge Fachtermini zum Beispiel zu verwenden, also zum Beispiel zwischen zwei Personen ein ja, medizinisches oder finanztechnisches oder sonst wie Fachgespräch, was es dem Analysten natürlich auch sehr, sehr schwer machen würde, allein durch die verwendeten Termini. Also ich denke auch, dass Fachsprachen besser geeignet sind, weil sie differenzierter sind. Ja? Gleichzeitig sind natürlich Fachsprachen auch es liegt die Bedeutung der verwendeten Ausdrücke natürlich auch wiederum fest oder fester als in der natürlichen Sprache. Das heißt, den Vorteil, den ich habe, dadurch, dass ich eine Fachsprache benutze und dadurch auch eben eine sehr differenzierte Ausdrucksweise zur Verfügung habe, die auch sehr präzise sein kann, den habe ich wiederum auch als Nachteil, weil ich natürlich dann als Analyst auch wiederum sehen könnte, ah, hier wird das Wort aber so verwendet, so wird das aber normalerweise gar nicht in der Fachsprache verwendet. Ja? Also müsste man mal testen, finde ich eine interessante auch Anregung, ob das besser funktioniert oder ob das nicht vielleicht doch auch sozusagen einen großen Pferdefuß hat. So, letzte Frage. Jo, kurzer Kommentar noch zu der Anregung, das über so ein Proxy-Pärchen zu machen. Ich denke, das ist nichts anderes als eine Form von stille Post. Das heißt also, die Missverständnisgefahr ist da sehr hoch. Mhm. Und noch eine Frage zu dem Test. Du hattest aber Kenntnis von dem eigentlichen Thema, um das es da geht, ne? Ja, das war Teil der Aufgabe, also sozusagen einen Bankraub zu planen. Nein, nicht die Teilnehmer, sondern du als Bewertender. Du wusstest aber, um welches Thema es eigentlich geht. Wäre es nicht interessant, den Test auch so zu gestalten, dass du nicht weißt, worüber sie reden? Ja, sicher. Also das wäre auf jeden Fall glaube ich, also eine methodisch sinnvolle Aufgabe, diese Texte auch noch anderen Geschulten, ich würde halt sagen, es müssten schon geschulte Probandinnen und Probanden sein, um zu sehen, ob die zu den gleichen Ergebnissen kommen, damit man zu einem Agreement kommen kann, ob wir an den gleichen Stellen diese Verletzungen von Maximen feststellen würden. Das ist auch ganz wichtig natürlich. Ich habe natürlich nach was Speziellem gesucht, allerdings ist das natürlich auch sozusagen die Default-Situation, wenn ein Analyst drüber guckt. Ne? Der sucht auch immer nach etwas und vermutet sozusagen, everybody is suspicious. Ja? Also jeder ist ein Verdächtiger in diesem Fall. Ne? Also ich stimme dir zu, es wäre sehr spannend zu sehen, ob auch Leute, die nicht wissen, dass hier clandestin kommuniziert würde, sowas finden würden. Danke. Okay, das war Josh. Danke.